Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, wie wir mit einfachen Tipps und Tricks unsere Mikrofonqualität bei Discord um einiges erhöhen können. Die werde ich euch heute Schritt für Schritt zeigen. Bevor wir allerdings ins Video reingehen, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Like, Abo und Kommentar da lassen könntet. Mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein wenig greedy wirken, aber mir würde es einfach eine Riesenfreude machen und euch kostet es nichts, also warum denn nicht? Genau. Jetzt starten wir aber direkt ins Video rein. Wir starten natürlich damit, dass wir einfach mal Discord öffnen und dann gehen wir direkt in die Einstellungen rein. Und dann gehen wir hier mal obviously bei App und App-Einstellungen auf Sprach- und Videochat. Und hier haben wir jetzt mehrere Einstellungen zu tätigen. Grundsätzlich natürlich immer schauen, dass ihr das richtige Mikrofon ausgewählt habt. Falls ihr jetzt zum Beispiel ein Headset-Mikrofon habt und ein Kondensator-Mikrofon, dass ihr dann halt das bessere auswählt, logischerweise. Ihr könnt dann hier die Eingabelautstärke runterregeln, falls das Ganze zu laut ist. Dann gehen wir mal weiter auf Sprachaktivierung. Wenn wir hier den Haken bei Eingabeempfindlichkeit automatisch ermitteln setzen, drosselt das schon unsere Qualität. Das heißt, ich würde euch immer empfehlen, das Ganze auszustellen, dass das automatisch ermittelt wird. Es kann dann natürlich sein, dass ihr manchmal abgehakt seid, aber da müsst ihr dann einfach das Ganze so regeln, dass es perfekt passt für eure Mikrofon und eure Sprachlautstärke. Müsst ihr dann einfach so einstellen, wie das bei euch passt. Dann gehen wir hier einfach mal weiter. Rein theoretisch könnt ihr natürlich auch Push-to-Talk verwenden, wenn ihr das gerne machen wollt, dann habt ihr auch keinen Qualitätsverlust. Genau, gehen wir einfach mal runter zu Erweitert und hier haben wir jetzt ganz viele Einstellungen zu tätigen. Beginnen wir einfach mal damit, dass wir hier unbedingt die Hintergrundgeräusche unterdrücken auf Ausstellen. Es kann dann natürlich sein, dass ein paar mehr Hintergrundgeräusche drinnen sind, aber die Qualität wird um einiges besser, weil das Ganze eben durch die Verarbeitung, durch die verschiedenen Codecs und so von Discord wird die Qualität einfach enorm runtergedrosselt. Dann Videocodec ist eigentlich egal und hier bei Sprachverarbeitung haben wir auch einige Dinge. Hier unbedingt Echo unterdrücken ausschalten, Geräuschreduzierung ebenfalls ausschalten. Hier müsst ihr dann einfach schauen, dass ihr jetzt nicht zu laut seid und nicht zu leise, beziehungsweise nicht zu laut. Die automatische Verstärkung ebenfalls aus, damit ihr einfach nicht zu leise, also wenn ihr zu leise seid, müsst ihr einfach schauen, dass ihr euer Mikrofon hier perfekt regelt. Genau, genau. Dann gehen wir weiter. Und dann würde ich hier auch die Dämpfung immer auf 0% stellen. Und Audio-Subsystem ist egal. Dann gehen wir auch schon. Dann sind wir eigentlich hier schon fertig. Rein theoretisch könnten wir uns dann noch in die Audio-Einstellungen hauen. Hier geht einfach mal hier unten rechts auf die Sound-Einstellungen. Und dann geht ihr hier auf euer Mikrofon und wählt dann hier euer Mikrofon aus, was ihr eben. Also. Und geht dann hier auf das. Auf diesen Pfeil von eurem Mikrofon weg, was ihr eben in Discord verwendet, einfach mal draufdrücken. Und dann müsst ihr hier unbedingt bei Format, Einkanäle, 16-Bit und hier das Beste auswählen, was für euch zur Verfügung steht. In meinem Fall ist es jetzt hier 48.000 Hertz, DVD-Quality. Desto weniger Hertz, desto schlechter wird die Qualität. Und hier könnt ihr dann rein theoretisch auch noch die Eingangslautstärke verändern. Wenn ihr in Discord zu leise seid, könnt ihr das hier auch nochmal regeln. Wir können das Ganze auch nochmal testen, aber das wollen wir eigentlich, denke ich, nicht. Genau. Das war es eigentlich schon. Wir haben, glaube ich, einige Dinge jetzt mitnehmen können, die ihr unbedingt einstellen solltet, wenn ihr eure Mikrofonqualität verbessern wollt. Hoffe natürlich, dass ich euch das Ganze weitergeholfen hat. Ich würde mich, wie gesagt, sehr über ein Like, Abo und Kommentar freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Pfiat euch und Baba.